Moin Moin, Tag auch, Hauke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt beziehungsweise von Leseschatz. Georgien ist das Gastland während der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt und deswegen habe ich mich schon ein bisschen in die Literatur vertieft. Bisschen, weiteres wird natürlich folgen. Ich beginne mit einem Titel, den es schon ein bisschen länger gibt, nur der Verlag hat es jetzt uns zum Taschenbuchpreis zugänglich gemacht. Also dieselbe Ausgabe, gebunden, nur halt für einen Taschenbuchpreis. Im Himmel gibt es Coca-Cola von Christina Nicol, ist eine aberwitzige Geschichte, wo man sich fragt, ist es eine satirische Wirklichkeit oder eine wirkliche Satire? Spielt halt in Georgien 2002. Unser Held des Buches ist jemand, ein Jurist, der für die Seefahrtsbehörde arbeitet, so wie ich es in Erinnerung habe, und sein Land kritisch beobachtet, weil die Freiheit, das Georgien ist frei, aber die Freiheit ist in den Köpfen der Protagonisten und der Menschen in seinem Umfeld noch nicht wirklich angekommen, bei ihm auch noch nicht, und die wirtschaftliche Entwicklung ist alles andere als positiv. So auch das Leben dort. Es gibt viel Kriminalität und auch der Strom muss aus welchen Wegen auch immer besorgt werden. Und er schreibt jetzt an Hillary Clinton, die eine Schirmherrin ist. Und in dieser Organisation gibt es die Möglichkeit für Jungunternehmer oder aus anderen Ländern oder Unternehmer, die halt eine Schulung haben möchten oder Unterstützung brauchen, daran teilzunehmen. Und er gewinnt diesen Kurs und so ist dieser Roman, spielt zwischen den beiden Kulturen Amerika sowie auch in Georgien. Und der Titel verrät es, im Himmel gibt es Coca-Cola, dass auch das süße Getränk eine Verheißung des Himmels ist. Dementsprechend wirklich ein toller Roman. Mir ging es von vornherein so, es gibt Leser, das sei auch gesagt, die mir gesagt haben, sie hatten anfänglich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, reinzukommen. Das kann ich bedingt verstehen. Bitte aber weiterzulesen, weil das Buch lohnt sich auf jeden Fall. Und mir hat es, wie gesagt, von vornherein sehr gefallen, weil es doch ein ja, sehr satirisch schöner Roman ist. Und auch, denke ich mal, ein wichtiger Roman ist jetzt gerade zu dem Potpourri Georgien. Einer meiner Lieblinge, ob georgische Literatur oder nicht, ein unglaublich wichtiges Buch. Ich glaube, das wird in den Feuilletons auch noch folgen. Das wird überall noch Besprechung finden. Ein sehr wichtiges Buch von Togonice, Einsame Schwestern. Ein so berührender, wichtiger Roman, der politisch funktioniert, der einfach auf kleinsten Raum Großes zu erzählen weiß, einfach mit sprachlichen Mitteln, sowie auch mit Bildern arbeitet, die uns Gänsehaut über den Rücken jagen, sowie auch wirklich auch das Kopfkino öffnen und auch wirklich mal gedanklich da reingehen. Und die Protagonistinnen sind auch so, wie ich in der Literatur eigentlich noch nie richtig wahrgenommen habe. Es sind nämlich siamesische Zwillinge, die bei der Großmutter aufwachsen und die sie halt auch behütet aufzieht, also wirklich keinen Kontakt mit der Außenwelt. Es gibt einen Menschen, der ab und zu mal für die einkauft und wirklich auch das Tor zur Außenwelt halt für die Mädchen darstellt und die jetzt natürlich immer erwachsener werden und auch für sich ja, ihr eigenes Leben finden wollen, das als siamesischer Zwilling aber dann doch sehr schwierig ist. Und sie beide entdecken für sich die Kunst des Schreibens. Die eine so ein bisschen verklärter, verträumter, die andere sehr sachlich. So sieht man auch schon von vornherein, dass diese beiden Mädchen halt unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt haben. Das sind die Perspektiven, die wir anfänglich lesen. Es folgt noch eine weitere Perspektive, eine dritte. Das ist der Vater, der praktisch aus der Zukunft heraus der Haupthandlung ein Schreiben bekommt, wo er darauf hingewiesen wird, dass Entscheidungen getroffen werden soll, was mit den Leichnamen passieren soll. Da muss etwas passiert sein. Das heißt, er wusste gar nichts von diesem Mädchen. Er wusste nichts von diesem Todesfall. Und jetzt wird er damit erstmalig konfrontiert und so gilt der Blick wieder zurück, was ist damals wirklich vorgefallen. Das ist eine unglaublich tragische Geschichte. Ich möchte auch nicht zu viel verraten, weil dieses Buch gehört wirklich entdeckt und ist für mich einer der Highlights, denke ich mal, innerhalb der georgischen Literatur, sowie auch der Neuerscheinung in diesem Jahr. Also ein wichtiges, tolles, emotionales Buch. Ebenso georgische Literatur, die himmelblauen Berge. Das Buch sieht schon aus wie eine Kladde, ist auch bewusst so gemacht, weil es ist auch ein satirischer, humorvoller Roman, der mich ein bisschen erinnert hat, falls jemand das kennt, von Michael Ende, Commedia Infernale. Das war ein Theaterstück von Ende, was eigentlich ähnlich funktioniert wie dies. Wir lernen einen Protagonisten kennen, der ein Autor ist und sein Manuskript jetzt wieder abgeben möchte in den Verlag. Der Verlag selber ist ein riesiger Komplex. Das Leben findet mir außen statt. Man hört so Motorengeräusche, weil da draußen wird mit dem Motorrad halt ein Spiel gemacht. Und das sind die Geräusche, die von außen nach drinnen rauschen. Und drin ist eigentlich mehr so dieses
Ja, das Bürokratische, das mehr das Gehemmte durch das Nichtstun und das so scheinen lassen, als würde man tun. Weil alle Menschen, die in diesem Verlag tätig sind, eigentlich Menschen, die eigentlich sich mit Literatur oder gar nicht beschäftigen wollen. Er hat dieses Manuskript zum Beispiel schon mehrfach überarbeitet, auf Wunsch des Verlages, auf Wunsch der Menschen, die es gelesen haben. Aber gelesen hat es eigentlich überhaupt noch keiner, weil man geht immer eigentlich mehr auf den Titel ein. Und du sollst immer wieder überarbeiten. Und auch in dem Haus merkt man, dass da so ein paar Risse entstanden sind. Es bebt ab und zu, sodass sich das immer fast schon surrealer beschreibt. Ich fand es ein sehr witzigen Roman, der wirklich natürlich eine politische Parabel ist, die für Georgien steht. Also diese drei Lesetipps vorab von mir für die georgische Literatur. Ich hoffe, da war was dabei. Ich wünsche erlesene Stunden. Bis bald. Hauke Ader von der Buchhandlung Schmidt bis zum Leseschatz. Tschüss!